Ein direktes Lebensmotto, ja, kann ich jetzt nicht so aus der Hüfte schießen. Was mir immer so wichtig ist, ist, glaube ich, dass man ja schon versucht, das Leben zu genießen. Und bei mir ist es so, dass das für mich das Wichtigste die Familie ist und ich versuche ja mit der eine gute Zeit zu verbringen. Ja, der größte Moment oder das beste Erlebnis war mit Sicherheit der Bundesliga-Aufstieg mit Paderborn 2014. Ja, war am letzten Spieltag gegen Aalen Heimspiel. Wir haben erst zurückgelegen, haben das Ding dann noch gedreht, mussten auch gewinnen, um aufzusteigen. Und ja, ich glaube, das war ein ganz besonderes Erlebnis. Besonders bewegt, ja, also ich glaube, die Geburt der eigenen Kinder ist immer was ganz Besonderes. Ja, ich habe zwei kleine Mädchen, Leni und Mia. Leni wird bald 4, Mia ist 1,5 und ja, die Geburt von den beiden, das war schon was ganz, ganz Tolles. Schwer zu sagen, ich glaube, ja, da nimmt man so die Standardantwort und sagt Gesundheit für die Familie. Das ist glaube ich, immer das Wichtigste. Bin ich eigentlich rundum zufrieden, bis auf das, dass wir jetzt so ein bisschen getrennt sind, weil ich in Kiel bin, meine Familie in Paderborn. Deswegen wäre es dann vielleicht noch schön, wenn wir das hinkriegen, dass man da sich öfter sieht. Aber das wird jetzt wahrscheinlich ja nicht so möglich sein, wie erhofft. Von daher, ja, ist alles okay soweit. Schwere Frage, was löst Begeisterung aus? Ich bin eigentlich ein ganz bodenständiger Typ, der ja, selten aus sich rausgeht oder der in Begeisterungsstürme ausbricht. Von daher wüsste ich da jetzt nicht spontan irgendwie, was mich da begeistern sollte. Also technische Spielerei ist es nicht mehr, aber ohne ein Smartphone geht's glaube ich, bei keinem mehr heutzutage. Und sonst bin ich da jetzt nicht so der technikaffine Typ, der alles haben muss, alle Neuigkeiten, alles, was oder jedem Trend hinterherläuft, was dann gerade wirklich gefragt ist. Deswegen ohne Handy geht es nicht, aber da wird es wahrscheinlich auch noch spannendere Sachen geben, die dann ja, andere Jungs irgendwie gut finden. Also Traum war immer, mal auf die Malediven zu fliegen. Und ja, da war ich mit meiner Frau schon ein paar Jahre her. Das war ein gutes Erlebnis, war sehr schön da. Und ja, von daher wüsste ich jetzt, oder war das erstmal so der Ort, wo ich gerne mal hin wollte und wüsste jetzt gerade keinen anderen, wo ich jetzt unbedingt hin muss. Ja, sicherlich würde ich nach dem Karriereende gerne irgendwie dem Fußball erhalten bleiben, irgendwie was in dem Bereich machen. Ich mache ein Studium, ich studiere Sportmanagement und ja, da würde es sich anbieten, dann irgendwie das zu verbinden und vielleicht da irgendwie einen Job im Management irgendwo anzunehmen oder versuchen einzubekommen, wie das halt so ist. Ist im Fußballgeschäft nicht immer ganz einfach, dass man da dann auch gleich einen Einstieg findet. Ja, aber das wäre so eine Sache, wo ich Spaß dran hätte. Ich glaube, da bin ich sehr, ja, sehr langweilig. Bei mir ist es immer wichtig, dass alle meine Lieben gesund sind, dass man zufrieden ist und ja, das würde ich mir einfach wünschen, dass ich ja ein glückliches, zufriedenes Leben dann mit meiner Familie verbringen kann.